Ja, Leute, willkommen zurück zu The Binding of Isaac Afterbirth. Vorab, ich möchte euch um etwas bitten, nämlich einmal mir zu schreiben, wie ihr das neue Thumbnail findet. Denn auf diesem Video ist das erste neue Thumbnail drauf. Und zur Feier des Tages habe ich mir etwas gedacht, denn wir machen einmal einen Platinum-God-Run. Denn ich brauche mit Isaac noch den Mega-Satan. Deswegen werden wir auch einmal auf Hard spielen. Und auf diesem Spielstand habe ich so gut wie alles freigeschaltet. Außer die Babys und sowas. Also das ist ganz, ganz harte Zeug. Das fehlt mir überall noch. Aber sonst, und Mega fehlt mir zum Beispiel auch noch. Aber so die wichtigsten Sachen habe ich. Und das ein oder andere Afterbirth-Item, glaube ich, fehlt mir auch noch. Ich weiß nicht, wie es hier mit den Challenges aussieht. Aber, naja. Ironischerweise habe ich sogar mit Lost, also dem angeblich immer schwersten zu spielenden Charakter, habe ich alles. Da habe ich wirklich alles auf Hard. Warum habe ich hier alles auf Hard? Weil ich einmal einen Run hatte, wo ich wirklich... Das war so ein Auto-Win-Run. Warum ich jetzt gezuckt habe, werdet ihr jetzt sehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Item schon freigeschaltet habe auf dem anderen. Das ist Epic Fastes. Und das ist somit eins der stärksten Items im Spiel. Wo ist das Warlord Penny? Da ist er. Denn man braucht jetzt auch keine Bomben mehr. Man schießt jetzt Raketen von oben. Und eigentlich habe ich nicht damit gerechnet, dass wir so einen Run kriegen. Aber dann kann ich den auch mal zeigen. Dafür werden wir wahrscheinlich auf jeder Ebene jetzt einen Flug bekommen. Das ist auf Hard eigentlich normal. Und wir werden auch mehr Dingensgegner treffen. Wie heißen die? Championsgegner. So, passt. Dimme und das. Das ist im Übrigen nicht gehackt, dass ich jetzt ein Item mit Isaac zum Start habe. Das ist einfach das Item, was ich noch mit Isaac freischalten muss. Scheiße. Hier unten ist man safe. Das weiß ich, aber da komme ich von der Seite her nie schnell genug hin. Sehr schön. Hat gepasst. Nehmen wir es mit. Guppy's Tail ist eigentlich ein sehr gutes Item. Vor allem... Ne, Moment. Der Schaden skaliert, glaube ich, nicht mit. Das heißt, wir haben immer noch den Standard-Isaac-Schaden, glaube ich. So, da ist auch nichts. Hier. Hier. Ist immer schwierig ohne Karte. Den Secret Room zu finden. Moment, wir machen erst die Cookies. Die gehen nicht so schnell weg. Ups. Und. Oh, oh, oh. Cricket Set. Ich hätte den rerollen sollen eigentlich. Wir dürfen auf gar keinen Fall auf Devil Deals gehen. Leider Gottes. Sehr schön. Weil das Problem mit Devil Deals ist, damit kommen wir nicht zu Mega Satan. Und wir wollen ja zu Mega Satan. So, das heißt, wir müssen... schön artig sein. Passt.
Und müssen. Oh. Bomben. Das ist immer das Wichtigste. Bomben in einem Epic Fetus Run. Es gibt nochmal das Item Dr. Fetus und da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man unbedingt Bomben hat. Da unten ist sowieso nichts. Wie gesagt, Bomben, da kann man nicht genug von haben. Ach, das sind die Wegrenner. Okay, das ist in Ordnung. Man kann mit Epic Fetus die Taktik an den Tag legen, einfach durchzurushen. Indem man dann einfach alle Aufgänge aufbombt. Aber das machen wir nicht. Wir wollen ja einen, ich würde sagen, gemütlichen Run. So, ich habe nur eine Sache nicht bedacht. Nicht nur, dass ich ja keine Goldkisten oder mit Goldkisten jetzt Probleme kriege. Ach, sehr schön. Sondern auch mit dem Goldraum. Denn Guppy's Tale. Oh mein Gott, ey. Ja, der Run will das. Sorry, Leute. Der Run will einfach gewonnen werden. Jawohl. Es ist, glaube ich, eine der stärksten Kombos im Spiel. Eine der wirklich aller stärksten Kombos im Spiel. Epic Fetus und Pyromaniac. Moment, ich gebe euch einmal, da habt ihr den Seed. Das ist, glaube ich, einer der stärksten Seeds, die ich so je hatte. Was macht Pyromaniac? Ich weiß nicht, ob ich das Item schon mal hatte. Ich meine ja, ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Alle Explosionen heilen mich jetzt, anstatt mir zu mich zu schädigen. Das Ding werden wir natürlich nicht aufmachen. Außer wir finden Mom's Key irgendwo. Dann werden wir sowas von aufmachen. Und das Schöne ist halt, dass das hier ja als Explosion gilt. Halt natürlich nur rote Herzen. So, wie gesagt, der Run möchte einfach gewonnen werden. Da haben wir es im Armski. Ich bin ja fast dazu verleitet, die Blanker zu rerollen. Einfach um zu gucken, was ich kriege. Ja. War die richtige Entscheidung. Na, bist du hier? Nein, bist du nicht. Scheiß drauf. Naja, gut. Nee. Ja, auf jeden Fall. Weil Mom's Key einfach mal alles verstärkt, was wir mal bekommen hier aus irgendwo Kisten und so weiter und so fort. Also, da kommt jetzt immer eine ganze Menge mehr raus. Boah, das ist mal ein Mega Run. Und dann bist du nicht hier. Okay. Wen hätte ich jetzt gerne als Boss? Ist mir eigentlich vollkommen wurscht, wenn ich als Boss bekomme. Ach, Little Horn. Little Horn, du hast es jetzt nicht unbedingt einfach. Ja, guck mal hier, was ich mache. Boom. Wir lassen den komplett aus. Das heißt, wir gehen an dem Devil Deal vorbei, damit die Angel Deals spawnen. Ich weiß nicht, ob ich mein Ziel jetzt überhaupt erreichen kann oder ob Pyromaniac oder Epic Fetus oder sowas irgendwie den Devil Deal fördert. Ich hoffe es einfach mal nicht. Alter, ey, die Combo ist so übel. Die ist wirklich übel. Also Epic Fetus alleine ist schon eigentlich ein gewonnener Run. Und dann noch dazu Pyromaniac ist wirklich asozial. Es ist wirklich eine asoziale Combo. Einen Grund gibt es, warum ich die Bomben wirklich mitnehme. Was macht Chocolate Milk damit? Ich versuch's.
das überhaupt irgendwas? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass das jetzt stärker dadurch wird. Chocolate Milk ist... Ups. Chocolate Milk ist ein Item, mit dem ich meine Tränen aufladen kann. Ist mir egal, ob da eine Treubombe drin ist. Chocolate Milk, damit kann ich meine Tränen aufladen. Oder ich kann durch permanentes Spammen auf, in eine Richtung, kann ich die, sehr schnell schießen. Die Sache ist halt wirklich, oh, Amnesia. Die Sache ist halt wirklich, dass man, ich glaube, wenn man spammt, ist man schwächer, aber der aufgeladene ist auf jeden Fall sehr, sehr viel stärker. So. Oh nein, ich habe den in die Luft gejagt. Oh shit. Ich glaube, das fördert den Devil Deal, ne? Ich weiß es doch wieder nicht. Leute, Leute, Leute. Also ich weiß, 5% gibt das eigentlich auf den Devil Deal drauf dadurch. Ich hoffe, dass mir das jetzt nur so von den Dings abgezogen wird, vom Angel Deal. Achso, warum es Sinn macht, Bomben mitzunehmen. Es gibt ja noch die Pille Bombs Aki. Das ist eine bösartige Kombo. Nicht, dass ich jetzt nicht genug Synergies schon zusammen habe, aber... ach, wo wir gerade dabei sind, Humbling Bundle könnten wir auch noch gebrauchen. Klatsch. Klatsch. So, Block. Und erwischt. Und, irgendwas wollte ich auch noch gesagt haben. Irgendwas wollte ich gesagt haben. Ich weiß schon wieder nicht was. Ach ja, Bombs Aki. Mit der kann man sich dann nachher, wenn man alle Schlüssel aufgebraucht hat, ach nee, Curse of Maze. Dann könnte man sich damit neue Schlüssel holen. Aber im Normalfall braucht man das ja eigentlich nicht. Wie gesagt, im Normalfall. Und bumm. Und bumm. Und klatsch. Ach, ist das schön. Das ist ein böser Raum. Vor allem mit Epic Feet, das ist ja echt scheiße. Weil man ewig warten muss, bis die Tränen ja droppen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Curse of the Maze hasse? Ah, ja, kann's kommen. Ist mir egal. Ist mir egal! Bin ich fast aus Versehen rausgegangen. Und weg. Was? Reicht die nicht, die Explosion? Und weg. Oh. Den habe ich jetzt eher unabsichtlich freigesprengt. So. Wir haben jetzt ultra viele Batterien hier. Ein wenig bereue ich es, dass ich die Blankcard nicht mitgenommen habe. Wobei, ich hätte auch noch eine Nera-Rune gebraucht, um den richtig harten Scheiß zu machen. Wobei, was wäre denn jetzt noch groß richtig harter Scheiß? Das ist auch noch so eine Sache. Was möchte ich denn? Also ich wüsste jetzt nicht mal mehr, was ich großartig möchte. Doch, weiß ich. Z-Bombs. Ich schwör's euch, wenn da jetzt Setbombs drin sind, dann drehe ich am Rad. Dann drehe ich wirklich am Rad. Wenn hier Setbombs drin sind, spiele ich nur noch auf dem Kanal hier. Ach, schade. Nee.
Wobei, fördert das den Angel Deal? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ne, wir nehmen es mit. Die Chance. Ich meine ja, und die Chance auf die Bibel fördert das. Oder ich glaube, irgendwo in einem an einer Slotstelle ist jetzt die Bibel. Die ist zu 100% da. So. Wir haben auch noch ein Sacrifice Room auf dieser Ebene. Das heißt, sollten alle Stricke reißen, werde ich da ein wenig sacrificen und mich dann zur Not mit dem Pyromaniac wieder hochheilen. Das funktioniert ja relativ easy. Und dementsprechend. Ach komm, ihr seid doch blöd. So. Ein schwarzes Herz, das lassen wir liegen. Und eins und zwei und drei und tot. Da haben wir sie, die Bibel, sag ich doch. Irgendwo ist die mal random drin. Holy Mantle, ja, warum auch nicht? Und klatsch, da ist der Holy Mantle weg. Es ist aber wurscht, denn das Viech ist kaputt. Da haben wir das erste Schlüsselteil. Wir rerollen die Bibel. Wir rerollen sie. Wofür soll ich die mitnehmen? Also, sorry. Sorry, liebe Bibelfreunde, aber ich werde sie nicht mitnehmen. Ach man. Hör auf, mich immer wieder in den Kackraum zurückzuwerfen. Wir gehen hier. Nee, dieses Mal wollte ich sogar wirklich hier hin. Weil ich halt einmal die Aufladung nicht verschwenden möchte. Ich bin gerade fast dazu verleitet, einfach weil die Chance besteht, dass es drin ist, das komische Messer, das Portalmesser im Shop kaufen zu gehen. Aber Moment, ich kann hier einfach durchrennen. Ich hab Holy Mantle. Ich kann einfach da durchrennen. Das ist super. Nein, 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 nein. Wir nehmen einmal die Bibel. Hä? Seraphim? Was, die Seraphim-Verwandlung? Naja, wurscht. PGS, wofür sollte ich es mitnehmen? Ja, garantiert. Das ist garantiert wert. Ja, wir haben die Seraphim-Verwandlung. Wir können jetzt fliegen. Das heißt, wir können jetzt ganz chillig hier drüber fliegen. Denn es gibt nur noch die Sacrifice-Stacheln, die uns schädigen können. Da wir wirklich Mega-Satan besiegen, muss das jetzt leider sein. Jetzt müssen wir einmal hier ein wenig Zeit verbringen. Oh, sehr schön. Nee, definitiv nicht. Ist auch ein Evil-Up. Ist nicht das, was wir wollen. Faith-Up wollen wir auf jeden Fall. Das wäre super. Aber ein Evil-Up wollen wir auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das wird uns den ganzen Run versauen. Wobei, ich kann immer noch die Sacrifice-Rooms benutzen, um mich da hoch zu pushen. So, da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Weil es gibt, ich weiß gar nicht, gibt es die Setbombs eigentlich im Bossraumpool? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt sogar unsicher, aber wir nehmen sowieso den hier. Obwohl, warte mal, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit hier reinzugehen. Haben natürlich nicht genug.
Nee, wir haben volle Leben. Habe ich ganz vergessen. Stores Energy. Jetzt können wir. Moment. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal runter, holen uns Energie. Und rerollen dann nämlich jetzt einmal im. Im Dingsraum. Im Shop. Rerollen wir jetzt nochmal alles, weil auch da gibt es wieder ein, zwei Sachen, die gar nicht mal so verkehrt sind. Für mich. So. Deswegen habe ich auch die Batterie gekauft, weil ich jetzt zweimal den D6 voll haben kann. Und das ist sehr, sehr stark. Also D6 ist eins der stärksten Items im Spiel, meiner Meinung nach. Wenn nicht sogar das stärkste. Ja, haben den Bande, sehr schön. Und einfach weil wir es uns leisten können, nehmen wir jetzt zwei Schlüssel mit. So, und jetzt haben wir ja zum Glück alles. Wenn Curse of the Maze uns mal in Ruhe lassen würde, dann würden wir auch jetzt endlich runtergehen. Ah, ihr seht, warum Curse of the Maze meiner Meinung nach der schlimmste Fluch überhaupt ist. Schön ist es, wenn man auf der Ebene dann auch noch eine Amnesia-Pille gefunden hat. Das ist immer super. Ist mir auch schon öfter passiert. Da wusste ich dann am Ende nicht mehr, wo was ist. Es war sogar mal auf einer XL-Ebene, wo das richtig Abfuck ist. Wo man dann echt herumirrt und keine Ahnung hat und. Ah, das war damals so ekelhaft. Ich glaube, da habe ich auch 20 Minuten nur damit verbracht, erstmal den Weg zurückzufinden. Kommt her, meine Freunde. Schade. Dann doch nicht. So, du bist nichts, du bist nichts, du bist nichts. The Moon. Gehen wir hier rein. Okay. There are more options. There are more options ist sehr stark. Ach ja. Wir werden noch nicht in den Goldraum gehen. Das hat seinen Grund, weil there's more options beeinflusst den Goldraum. Und ups. Und wenn ich vorher reingehe, dann zählt das nicht. Das heißt, da müssen wir erst noch. Achso, kann ich sowieso nicht aufsammeln. Und dich hauen wir auch raus. Und dich hauen wir raus. Und dann können wir dich auch noch weghauen. Humbling Bundle ist im Übrigen eins der Items, die eher für die Beschaffung von Items da ist, also für Münzen, für Bomben und für Schlüssel. Und genau deswegen habe ich es auch geholt, für Schlüssel. Für nichts anderes. Weil alles, was ihr jetzt findet, bekommt ihr im Doppelpack von den drei Sachen. You may find what you desired. Und um Schlüssel schnellstmöglich sehr viele davon zu bekommen. Sehr schön, da haben wir sie. Das sind Runen. Ich glaube, die habe ich auf dem Hauptkanal noch gar nicht freigeschaltet. Passage und ist nur ein Durchgang. Purity. Das ist Jera, das ist sehr gut. Doggos. Ich muss dran denken, dass ich hier eine Jera-Rune habe.
Da muss ich wirklich dran denken. Sonst ärgere ich mich später. Was haben wir da? Was soll ich denn machen? Ach komm, steht drauf. Jera. Das sind jetzt 4, 8. Ah, ne, komm, wir haben noch eine Jera-Rune. Wir haben noch eine Jera-Rune. Macht genau das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Also, verdoppelt einfach alles, was auf dem Boden liegt. Und im Shop zählt das halt alles als auf dem Boden liegend. Deswegen kann man da ganz getrost 1, 2, 3. More Options! Woo! Was bist denn du eigentlich? Bomben brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, okay. Ich kann sowieso nichts kaufen. Bitte sei eine gute Pille. Friends till the end. Ja, das geht eigentlich sogar. Ich meine, es ist jetzt nicht so die übertriebenste Karte, aber sie ist auf jeden Fall gut. Stars holen wir uns jetzt einmal. Benutzen die. Und sehen, dass da nur Kacke ist. Sehen, dass da immer noch nur Kacke ist. Was macht 2020 mit... Ich werde es hera werde ich's herausfinden. Ich bin gerade unentschlossen. Ja, ich werde es herausfinden. Weil 2020 so eigentlich kein... Ja, war irgendwie klar, dass das passiert. Ich meine, Quadshot würde dann jetzt nochmal draufstacken. Also Quadshot ist nochmal das gleiche, nur dass es beim Schießen normalerweise, also bei den normalen Tränen, mich meine Tiers runterziehen würde. Das kann ja jetzt nicht passieren. Weil ich schieße ja keine Tränen. Bang, bang. Was bist du? Infested. Mit Ausrufezeichen, bitte. Und schön, dass ich jetzt sogar vergessen kann, dass da 2 kommt. Ich meine, ich habe die Kombi schon mal gehabt. Oh. Hallo. Und bin dann ständig in die zweite reingerannt, in die zweite Rakete. Das kann ich jetzt ja sogar machen, weil ich Pyromaniac habe. Und ja, man braucht für Mega Satan zum Glück halt nicht schnell sein. Darum, machen wir das auch gerade ganz langsam und gechillt. Weil ich genieße das wieder mal mit meinem richtigen Account zu spielen. Oder Spielstand zu spielen. Oh. Aber gab es nicht auch eins? Also ich weiß, dass es bei Lokis Horn funktioniert. Da schießt er dann 4 Fadenkreuze. Kann sein, dass ich mich mit dem vertue. Aber ich dachte immer, es gibt auch eins, wo er mehrere, also nur 2 Fadenkreuze schießt. Keine Ahnung. Ist auch egal. So, kein Schaden. Danke, Holy Mantle. Und du bist dran. So. Rein da. Eigentlich kann ich das Ding einsammeln. Ist eigentlich egal. Und zack, zack. Zack, zack. Da hätte ich eventuell die Hand ablegen sollen, aber das ist nicht so tragisch. Ja, gut.
Irgendwas, was ich jetzt noch machen muss? Nee, eigentlich nicht, ne? So, jetzt kann ich eigentlich wieder machen, was ich möchte, weil jetzt habe ich ja alles. Jetzt habe ich alles. So. Curse of Unknown. Das heißt, gibt es irgendwas, was mir den Run absolut versaut? Ja, Mom's Knife. Mom's Knife würde mir absolut den Run versauen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Okay, gar nichts. Hm. Schade. Hatte schon die Hoffnung, dass jetzt, achso, nee, Curse of Unknown ist was anderes. Hatte schon die Hoffnung, dass jetzt nochmal ein Schlüssel droppt und ich den rerollen kann. Ich glaube sogar inzwischen ist es sinnvoller, den Eddie hier zu lassen. Achso, das musste ich selber nachgoogeln, wie das geht. Ich glaube, das hatte ich schon mal gesagt. Und zwar, man kann die Sachen ablegen, indem man bei der normalen Steuerung, also ich glaube, man kann die auch gar nicht ändern. Steuerung gedrückt hält. Also ich halt unten links Steuerung gedrückt. Mams Patscherchen, finde ich persönlich mit Epic Fetus und Dr. Fetus ziemlich schwer zu treffen. Klatsch, klatsch, danke. Und, ach ja, Judas Zunge. Ich glaube, Devil Deals kosten dadurch ein bisschen weniger oder sowas war das. Ach, der gute Glutoni. Kleiner 3. Nehmen wir doch gerne mit. Was macht denn der jetzt? Nix. Also mindestens nicht für mich erkennbar. Wenn er was macht, dann sorry dafür, aber... ich habe jetzt nichts Großartiges gesehen. Nein. Und definitiv nein. Und wir nehmen wir Judas Shadow mit? Was sollen wir damit? Wir sterben sowieso nicht mehr. Hoffe ich. Und du bist Sacrificial Dagger, ne? Du bist Sacrificial Dagger. Ja, du bist Sacrificial Dagger. Oh, das böse Feuer, das ganz, ganz böse Feuer. Und du bist auch sehr cool. Jetzt bin ich gespannt. Also den können wir auszahlen lassen. Und den kann man ja mit einem halben roten Herz zweimal ausbezahlen. Auszahlen lassen. Einmal das Ding benutzen. Paralysis. Jetzt habe ich nicht unten drauf geguckt. Aber müsste eigentlich angezeigt worden sein. Hearthstone, scheiße. Ach, blödes Mistding. So, hauen wir den auch mal weg. Und die auch. Ist mir eigentlich egal. Achso, Curse of Unknown ist im Übrigen der Fluch für... ich sehe meine Herzen nicht, falls es irgendwem noch nicht aufgefallen ist. Das ist aber auch egal, weil ich wahrscheinlich sowieso jetzt permanent mit vollen Soul und Dingensharz rumlaufen werde. Nehmen wir das Kartendeck. Tour of Spades ist sehr geil. Oh, die Chaos Card. Pheromones. Wir springen dich mal ein bisschen in die Luft. Und dich mal ein bisschen in die Luft. Moment, den haben wir doch schon längst gefunden. Ist
uns vielleicht noch interessieren sollte, wäre der Super Secret Room. Aber auch der interessiert mich eigentlich relativ wenig. Und... Bom, bom. Naja, komm. Mach du mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe aber meine Hand abgelegt. Und das Zeug ist auf jeden Fall braun. Das heißt, irgendwas muss auf jeden Fall passiert sein, als ich den Dings die Chocolate Milk eingesammelt habe. So, das sind Polaroid und Negative. Und davon wählen wir jetzt einen aus. Und dann kommen wir entweder in die Chest hiermit und in die Cathedral. Oder halt in Shoal beziehungsweise in den Darkroom. Wobei ich glaube, Cathedral und Shoal kommt man sowieso rein. Ich glaube, da kommt man sowieso rein. Ich glaube, die sind nachher nur entscheidend, um in Chest und Darkroom reinzukommen. Ja, gut. Mit Fliegen ist der Raum halt einfach. Ja. Machen wir. Kein Ding, würde ich sagen, oder? Ja. Chop. Ist das Chop? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, den sieht man seltener als Endboss, komischerweise. Weil der ist halt irre tanky. Also, wie die große Gertie eigentlich. Die ist auch irre tanky. Klatsch, klatsch. Das war's mit der Lust. Der Empress. May you brings rage. Und das macht jetzt was? Dass da eher der Raum ist. Und man kann im Übrigen Polaroid und Negative kann man reroll. Theoretisch ist das möglich. Würde ich euch aber nicht raten, weil ihr dann in der übernächsten Ebene dann von mir aus jetzt gesehen feststeckt. Oh mein Gott, Destruct. Geh mal weg. Ach stimmt, ich habe ja immer noch Holy Mantle. Yara. Gegen Chaos Card. Na komm, machen wir. Yara gegen eine Chaos Karte ist echt stark. Wobei. Beides sind sehr, sehr starke Items. Deswegen nehme ich auch beide mit. Uiuiuiuiui. Gut, dass Holy Mantle mich geschützt hat. Ich weiß nicht, wie der obere gestorben ist, aber ist mir auch egal, weil er ist tot. Ach ja. Ich mag es, stark zu sein. Stark sein ist schön. Stark sein ist wirklich schön. Bum, bum. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die ganze Ebene abzusuchen. Bum, bum. Wo bist denn du? Da bist du. Bum, bum. Haben wir. Was liegt denn hier? Nein. Nein. Den nehmen wir mit, würde ich sagen. Und... White Pony hat einmal das.
Aber man kann damit einmal ein bisschen schneller fliegen. Ist eins von zwei Spacebar-Items, was euch das Fliegen permanent erlaubt. Solange ihr es einfach nur habt, könnt ihr fliegen. Challenge me. Das ist so eine gute Karte. Dass ich die sogar verdoppelt haben möchte. So. Eventuell hätte ich da erst meine, hätte ich da meine Herzen opfern sollen. Naja, wurscht. Das bist du. Ja, Joker. Joker, Joker, Joker. Der Emperor. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind wir doch in der XL-Ebene oder was, aber das kann ja gar nicht. Das ist im Übrigen Adlifts. Ich habe nämlich extra darauf gewartet mit dem Special. Und hatte gehofft, dass ich es vorher schaffe, Adlifts freizuschalten. Dass ich euch damit nicht spoiler. Wir gehen einmal kurz zurück, weil ich möchte Challenge Me. Oder. Challenges oder wie auch immer möchte ich gerne mitnehmen. The Emperor. So. Und so kann man normalerweise. Das ist ein sehr, sehr langer Larry. Und er ist nochmal ganz anders als Gary. Den Spruch hat bestimmt noch nie ein Isaac-Spieler gebracht. Nee, als Jerry. Und Gary und Larry sind noch mal ganz anders als Jerry. Ja, ist mir egal. Wir haben es Polaroid, also müssen wir hoch. So, schauen wir mal, was hier so der. Ja, du teleportierst mich in Devil Deer. Geil. Würde ich immer machen. Also, ich würde hinterm Satan auf jeden Fall sprengen. Das liegt nicht daran, dass. Der Satan dann irgendwie beschworen wird oder sowas. Nein, das liegt einfach daran, dass man dadurch die Chance hat, dahinter kann ein Tintetrock sein. The Emperor. Ja, ja, ich weiß, dass ich Emperor benutzt habe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Movement war auch schon mal besser. Alter, mein Movement war echt schon mal wesentlich viel besser. Mein Movement war schon mal viel, viel besser. Ich bin froh, dass ich Pyromaniac habe. Oh mein Gott, ey. Die Hand habe ich abgelegt. Ist okay. Die Chest möchte ich eigentlich sogar machen. Schließen wir einmal den Weg nach Super Satan auf. Und am Moment, aus dem Pool rausnehmen. Das ist immer wichtig. Und ne, 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 ne. Gleich mal rerollen. Wir nehmen dich mit, Daddy Longlegs. Daddy Longlegs ist cool. Wenn ihr die Möglichkeit im Übrigen habt, würde ich euch empfehlen, eine Jera-Rune hierhin mitzunehmen. Ich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, so viele Schlüssel überhaupt in der Chest zu haben. Aber
Es lohnt sich, weil da, man kann auch Kisten verdoppeln. Und das wäre halt irre praktisch. Keep your friends close. Keine Ahnung, was das Ding macht. Kann aber nicht allzu viel schlechter sein. Ich glaube, ein komplett beschissenes Trinket gibt es nicht. Wüsste ich zumindest keins. Du bist ein... Ach, Shrinkshot bist du. Ich hätte gern Z-Bombs, bitte. Und wenn wir schon beim Wunschkonzert sind, dann hätte ich gerne noch Brimstone. Das wäre jetzt so das, was ich gerne noch hätte. Oh, beinahe eingesammelt. Und dann am besten noch Spoonbänder. Es sieht bestimmt bescheuert aus. Oh, ein Quatschot wäre dann natürlich auch noch nice. Shit. Die wollte ich nicht aufsammeln, die Batterie. Ah. Book of Revelations. Einmal Doppelerz und einmal Ultra... Ne, das ist nicht Ultra Greed, das ist Super Greed. Hier sind zwei Items. Die sind... beide scheiße. Das hier müsste Mom's Eye sein. Und das hier müsste... keine Ahnung was sein. Yes, Mother. Das wäre noch schöner gewesen. Bist du Triple Shot? Ich muss es riskieren. Ja, du bist Triple Shot. Moment, zählt mal mit. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Wir schießen jetzt 5 Raketen. Okay. Wie bescheuert, ey. Wie bescheuert. Oh ja, das ist sehr geil. Und gib ihm. Und hupst mich nicht an. Du kleiner Scheißer. Wage es nicht, in meine Richtung zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Secret Room in der Chest gibt. Da bin ich mir nicht sicher. Und offensichtlich geht es doch mit dem Mom's Eye. Also ich schieße jetzt auf zwei unterschiedliche Spots. Jetzt wird es mich ja interessieren, was passiert, wenn ich jetzt noch Lokis Horn finde. Und beide zur gleichen Zeit triggern. Das wäre echt interessant. Und... ja, gut. Ich wollte ein bisschen mit den beiden Messern spielen. Sollte ich besser sein lassen, habe ich gemerkt. Vor allem wäre ich mal gespannt, wie Race mich besiegen wollte. Ich glaube, Devil war doch auch die Karte, die wir als erstes hatten, oder? Ich meine ja... Juicy Bag. Du bist eher kacke. Dich rerollen wir. So, und... wie viele von dir laufen denn hier in diesem Raum rum? Das ist mit Pyromaniac einfach nur super. Jedes Mal, wenn ich getroffen werde, spawne ich Trollbomben.
die mich dann treffen werden und mich heilen werden. Einfach nur, weil wir es können, machen wir es Blue Baby auch nochmal fertig. Wer ist stärker? Deine Combo oder meine Combo? So, da haben wir die Chest einmal abgeschlossen. Und keine Sorge, wir machen Mega Satan auch noch. Definitiv machen wir Mega Satan noch. Ich muss gerade gucken, nicht, dass meine Festplatte voll läuft, aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Eigentlich bescheuert die Idee. Also normalerweise, ich habe es so eingestellt, dass relativ gut eigentlich alles ausgenutzt wird. Ich glaube, 12 Minuten waren heute ein Video. Ne, Gemini ist scheiße. Ja, ich reroll lieber das Robo-Baby. Zwei Orbitals, die können helfen. Aber ich habe ein Video heute gehabt von, ich glaube, etwas mehr als 12 Minuten. Und das hat genau einen Gigabyte. Also ich glaube, nee, ich glaube genau 0,98. Und ihr geht eigentlich sogar. Verrecke. So. Alter. Oh. Das war's. Ach komm, Robo-Baby, einfach weil du es bist. So. Und jetzt seht ihr einmal Mega-Satan. Wir nehmen einmal Devil. The Devil. Und laufen auf. Wie heißt das Ding nochmal? Diesen komischen Kreisel hier. Erst Tod ausschalten. Immer wenn Tod irgendwo auftaucht, immer als erstes den Tod ausschalten. Es ist ganz, ganz wichtig. Weil Tod die blöde Eigenschaft hat, euch zu verlangsamen. Oh, 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 oh. Die blattige Lust. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, das war mega. Also das ist der Effekt von dem Item Mega. Bom, 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 bom. Stimmt, wir haben auch einen ziemlich hohen Luck-Wert. Wir haben, glaube ich, Latchkey auch mal irgendwo gehabt. Irgendwo, ich glaube, als Boss-Item oder sowas haben wir das mal gehabt. Warum bewege ich mich eigentlich? Der kann mir nicht so viel Schaden machen, dass ich Probleme bekomme. Ja. So sieht ein Run aus, wenn ich Glück habe. Und ja, das war wirklich mein erster Run jetzt mit dem Account. Und ich habe eigentlich so damit gerechnet, ja, du schaffst eh nichts hier, aber ihr seht's ja. So einfach kann es manchmal sein. Natürlich, das ist eine asoziale Kombo und ich habe da mega viel Glück gehabt. Also das war wirklich einer der besten Runs, die ich mit Isaac je hatte. Und das, obwohl ich relativ selten sogar den D6 benutzt habe. Also die ersten Ebenen haben ja genau das geliefert, was sie liefern sollten. Naja, gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei The Binding of Isaac Afterbirth. Keine Sorge, dann wieder mit meinem Golden God und nicht mit meinem Real Platinum God. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Und nicht vergessen, mir zu sagen, wie ihr das Thumbnail findet.